Kuhnring im Studio. Februar 2020. Der Innenhof. Es regnet. Mittelmäßig stark. Und da geht's zum Studio hinunter. Da sieht man ein wenig den Michael. Der fotografiert gerade den Sebi, der Sebi, der nimmt gerade die Drum-Samples auf. Ui, jetzt sieht man gar nicht, gell? Na doch, Stabat hat man gerade gesehen. Naja, da würde ich sagen, schauen wir mal rein, was sie da tut. Das ist die Küche. Da trinkt man alle Tage in der Früh einen guten Kaffee. Stefan? Er trinkt gerade einen. Obwohl es gar nicht mehr in der Früh ist. Gut ist der. Genau. Da haben wir über Jausen auf den Tisch. Und da, der Michael, der fotografiert mich gerade. Vom Aufnahmeraum heraus. Der Sebi schaut zu. Tut so, wie wenn er sich auch auskennt. Und jetzt kommen sie außer die Burschen. Genau. Das sind der Sebi. Ja. Und der Michael. Der mit dem Fotoapparat. Das ist nächstes Mal. Genau. Sind die Drum Samples schon vier oder was? Ja. Das soll ich glauben, oder? Natürlich. Genau, da haben wir unsere Doppeltür, dass absolut nichts durchkommt. Und das ist unser Aufnahmeraum. Schlagzeug, Bass, Michael Gitarre und die anderen paar von mir da. Dahin. Das ist alle beim Einplatz. Und da haben wir noch unsere Kammern mit den Verstärkern drin auf schalldicht erschlossen. Was gibt es da zum Locker da hinten? Ne? Der trinkt auch einen Kaffee, ja, der ist wirklich gut. Da gibt es gar nichts. Ah, just danke. Super. Am Ende sind wir angelangt. Genau. 5 Tage, jeden Tag 10 Stunden haben wir geschwitzt. Und so langsam wie die Sau. Gehen uns die Kräfte wirklich aus. Genau. Aber das macht nichts. Weil wir sind jetzt eh fertig. Nein, da willst du nochmal aufnehmen. Aha, wieso? Das ist die Feedback für die Simples, oder? Jetzt war das Beste. Ich hab's nicht erwartet. Ich hab's nicht erwartet. Ich hab's. Und das ist unser Ingenieur, der Dominik. Der ist auch schon froh, wenn es vorbei ist.
Genau. Und da schauen wir nur in den Raum der Entscheidungen. Da steht das Pult. Da wird abgehört. Da hört man wirklich an jeden Föhler aus. Aber wir haben ja keinen gemacht, darum hat man bei uns auch nichts gehört. Und ja. Das ist der Stefan. Dann gibt es eigentlich schon gar nichts mehr wichtig zum Sagen, weil das habe ich eh schon alles erzählt und ja. Das war's.